bells, jingle bells, jingle all the way. Brewfist Spaceman, India Pale Ale, 70 IBU und die kommen hier sehr gut zum Tragen. Wir haben ja schon gestern im Video gesagt, die Nasigkeit ist famos, super, super, super und auch geschmacklich weiß das Bier da auf jeden Fall zu überzeugen. Die Bittere kommt sehr schön durch, aber auch die Fruchtigkeit, es wurde definitiv in allen Männerabendfolgen, wo diese Braufaust schon angesprochen wurde, nicht zu viel versprochen. Markus, dein Steckenpferd hier quasi hier. Ja, vielleicht tatsächlich eins meiner Lieblings-IPAs. Ich muss das echt sagen. Ich finde das ganz, ganz toll gemacht. Ich finde, hier ist der Schulterschluss zwischen Aromahopfen und Bitterhopfen ganz besonders gut getroffen. 70 IBU liegt für die hocharomatischen IPAs so im Mittelfeld. Es schmeckt aber, finde ich, deutlich bitterer als viele andere IPAs, weil eben der Bitterhopfenanteil, glaube ich, hier etwas höher ist. Das gefällt mir aber prima. Ich finde eben diese Ausgewogenheit zwischen bitter und fruchtig ist hier ganz, ganz hervorragend getroffen. Ich habe das mehrfach schon gesagt. Ich mag das Bier. Rake Bier gibt auch 97. Und für mich sind das 19 Punkte. Das ist definitiv eins der besten Biere, die ich so kenne. Ring! Es hat nicht nur 70 IBU, es hat auch noch 7,0 Volumenprozent Alkohol. Und genau das ist das, was ich besonders schön finde. Diese extreme Harmonie zwischen dem wirklich relativ hohen Alkoholgehalt. Es ist klar, für ein IPA ist es absolut Standard, das muss man schon mal sagen. Also ein normales IPA hat nun mal ein paar mehr Umdrehungen. Aber diese Harmonie auch mit dem, was man hier schmeckt. Man schmeckt... Meines Erachtens, man schmeckt sehr, sehr viel Mango. Man schmeckt sogar ein bisschen Ananas. Man schmeckt extrem viele tolle, exotische Früchte. Nicht zwingend übertrieben die Grapefruit. Ich glaube, Cascade ist... weiß gar nicht, ob Cascade überhaupt drin ist. Aber wenn, dann geringfügig drin. Ich würde tippen, dass es drin ist, aber ich weiß es auch nicht. Aber da sind so viele tolle Hopfen drin. Und das ist alles sowas von angenehm rund. Und das, finde ich, wirklich ist mit das Beste, was wir getrunken haben. Überhaupt in diesem Adventskalender. Und für mich sind das ganz klar 19,5 Punkte. Es ist der heilige Abend. Ich gebe gerne ein bisschen mehr. Ja? Denn gerade heute... Da bin ich ja gespannt, was unter meinem Weihnachtsbaum liegt. Wollte ich gerade sagen. Gerade heute. Ja? Wir warten aufs Christkind. Wir trinken ein Bierchen. So muss es sein. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Im Übrigen auch. Genau. Ist ja auch ein bisschen Zeit, Resümee zu ziehen über die ganzen vielen leckeren Biere, die wir hatten. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns, 24 Türchen heute zu öffnen. Und nicht ganz umsonst haben wir uns ja dieses Bier für das 24. Türchen aufgehoben. 18 Punkte von mir, die Höchstwertung von mir in diesem Adventskalender. Alles, was Ferdi gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Schmeckt mir wirklich exzellent. Eine super Ausgewogenheit zwischen dieser bitteren, die vielleicht für jemanden, der es als allererstes trinkt, also der nur Kastenbiertrinker ist und dann ein Spaceman trinkt, der wird es vielleicht noch nicht direkt einzuschätzen wissen. Aber für mich, der sich da schon so ein bisschen dran gewöhnt hat, wirklich einfach perfekt, sehr schön, angenehm, ausgewogen. Und ich bin ja auch jemand, der zum Beispiel... Ferdis Chili auch sehr gerne scharf ist und genauso diese Bitterkeit bei den IPAs zu schätzen weiß. Deswegen von mir 18 Punkte. Du meinst das Chili mit der Ananas? Das Chili mit der Ananas. Das ist die Harmonie. Das ist die Harmonie. Was Scharfes, was Süßes, was komplett Geiles. Ganz genau. Lupa, wie viele Punkte gibt es von dir? Ich habe ja schon 19 gegeben. Mir bleibt zu sagen, mir hat es wie immer großen Spaß gemacht. Ich trinke gerne Bier, deshalb trinke ich auch gerne für euch Bier. Und deshalb würde ich sagen, macht euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Genießt das mit euren Lieben oder auch allein, wie man das lieber hat. Trinkt dazu ein gutes Bier und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Jahr wieder. Genau, frohe Weihnachten. Dennis, du bist hier noch ein bisschen am Spielen. Ich bin ein bisschen am Stacheln. Genießt die Ruhe, am Stacheln genießt bin die ich. Freude. Guck mal hier, mach mal drauf, Stacheln. Lieber, hier wird Stacheln. Gestachelt. So. Das wird sicherlich jetzt, im nächsten Jahr auch nochmal geben. Jetzt 1, 2, 3 in das Spaceman rein. Na, wenn das jetzt nicht mal gut schmeckt. Knaller. Stacheln sollte jeder. Es ist wunderbar cremig. Genauso haben wir uns das gewünscht. Liebe Leute,
Ich wünsche euch Cremigkeit, hier ist die Blasigkeit. Ein frohes Weihnachtsfest. Ein frohes Weihnachtsfest. Wir alle wünschen euch das. Hast du die Behinderung gezeigt von ihm? Ja, es ist uns gerade ein kleiner Rückschritt passiert. Das macht aber gar nichts, ja? Denn gerade an Weihnachten können wir verzeihen. Sogar er. Ja? Wir mögen auch Nussknacker ohne. Also, sei froh, Markus, der kann dir verzeihen. Ohne Stiel. Wo Huperkräfte sinnlos weil. Und damit entlassen wir euch eben in den Heiligen. Frohe Weihnachten. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns spätestens im neuen Jahr wieder. Und denkt an das Hörerspecial. Und jetzt kommt übrigens noch eine Frage.